Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Magische Momente mit bemerkenswerten Menschen. Heute ist wieder Gelegenheit, einen solchen Menschen näher kennenzulernen. Wer ist die Person hinter dem Namen? Wir sind schon sehr gespannt auf unseren heutigen Gast. Es handelt sich um Brandon Bass. Brandon, herzlich willkommen. Also danke, danke vielmals und herzlich willkommen auch, bitte. Und Bettina ist auch eingeschaltet, ich sehe ihr Bild. Und sie wird, wenn Brandon nachher anfängt, Englisch zu sprechen, uns bei der Übersetzung zu helfen. Und sie ist auch Expertin auf diesem Gebiet, nämlich eine Journey Presenterin. Hallo Bettina. Hallo Britta, vielen Dank. Hi. Hi. Ja, was werden wir heute miteinander erleben? Was haben wir für spannende Fragen? Ich möchte euch natürlich jetzt erstmal mit unserem Gast, nämlich Brandon, etwas vorstellen. Nicht jeder, nicht jede weiß schon, wen wir hier vor uns haben. Man hat vielleicht was gehört. Ah, du musst einschalten. Diese Frau musst du erleben. Hast du richtig gemacht. Wir werden über Brandon Bass sprechen und ihren Weg erstmal, zu ihrem Weg, zu ihrer Arbeit auch, denn der ist sehr, sehr speziell, sehr besonders. Und ich glaube, er macht sehr viel Mut, sehr vielen Menschen Mut. Und dazu hole ich ein bisschen aus jetzt zu Beginn. Sie ist natürlich eine bekannte Bestseller-Autorin, nicht nur hier in Deutschland, sondern eben auch international vor allem. Und Expertin für Körper, Seele und Geist. Das ganze Gebiet, um das auch der Frankfurter Ring natürlich sich seit 43 Jahren kümmert. Deswegen sind wir uns auch schon vorher mal begegnet, demnächst auch wieder. Ja, sie ist vor allem auch die Begründerin einer Selbsthilfemethode, genannt The Journey. Brandon, du hast schon lange in diesem Bereich Körper, Geist und Seele alternative Heilmethoden gearbeitet. Aber dann kam der Tag, wo bei dir ein Gebärmutterkrebs und Tumor eben diagnostiziert worden ist. Und der wurde sehr rasch, sehr groß. Ich habe gelesen, in Fußballgröße. Das ist schon nicht wenig, nicht wahr? Und du hast dich ja schon auch vorher mit den seelischen Ursachen von solchen Dingen auseinandergesetzt. Ne? Ja, ja. War es aber dann natürlich ein Prozess der Heilung, dich mit den dahinterliegenden Ursachen auseinanderzusetzen. Und was völlig frappierend ist, es hat nur 6,5 Wochen gedauert. Ohne Medikamente, wie es heißt, ohne Operation. Und das war dann die Basis für deine Arbeit. Stimmt das? Das stimmt, ja. Yes, and it was the most extraordinary thing because, as you said, I've been in this field and working in the self-development field for my entire adult life and in the field of healing. And so, as you can imagine, Britta, it was the last thing I ever expected to have happen was to be diagnosed with this massive tumor. And the great, huge gift of it was, is it gave all of us a means to go on our own inner journeys, to uncover what it is our soul has to reveal to us and to clear the cell memories that are there and the old blocked emotions so that the body and the being can heal. Ja, also ich muss sagen, dass ich mein ganzes erwachsenes Leben ja damit verbracht habe, im Bereich der Heilung zu sein und alles zu leben, was man leben konnte. Und trotzdem war es für mich, als ich dann erkrankte, ein Riesengeschenk, denn es hat uns allen die Möglichkeit gegeben, diese Reise kennenzulernen und wirklich an unsere Zellerinnerungen heranzukommen und uns total zu heilen von innen heraus. Das klingt jetzt sehr einfach, aber wenn ich mir vorstelle, ich als Expertin für dieses Thema bekomme morgen diese Diagnose, das wäre erstmal ein solcher Schock und du weißt ja sicher auch, die Leute reden dann, ja, schau mal, diese Expertin, warum ist denn der das passiert, warum konnte sie das nicht verhindern? Was ging bei dir vor damals, als das auf dich zukam?
you know, it was the most unexpected thing because I was living, breathing, eating, and teaching in the field of health, teaching tens of thousands of people. I was teaching a program called Living Health, and I was living all the principles. You know, I was eating 70% fresh and raw fruits and vegetables. I was working and 30% cooked. I was working out every day. I had done all this work on myself. I was meditating every day. And more important than all those things, I was in a marriage I felt deeply blessed in, a relationship I felt privileged to be in. And it seemed that I was at the top of my game, at the peak in my life. And so when my stomach started to grow, I just didn't want to believe it can't be happening. It can't be happening to me. Also ich muss auch sagen, ich habe in meinem erwachsenen Leben halt, als das geschehen ist, da habe ich ein Seminar gegeben vor Zehntausenden von Menschen und das ging einfach nur um, wie man Gesundheit wirklich lebt. Ich habe nur Rohkost gegessen, ich habe mich richtig gut ernährt, ich habe Bewegung gehabt, ich habe alles gemacht und ich war auch so glücklich verheiratet. Das heißt, auf allen Bereichen meines Lebens war ich rundum zufrieden und mir ging es wirklich nur gut. Und das war der Moment, als ich dann erkrankte und das war auch völlig verblüffend für mich. So, das war der eine Schritt, ja, zu die Verblüffung und dann natürlich erstmal der Rückzug, denke ich mal, das ganz auf dich gestellt, nicht mehr die anderen im Vordergrund. Ne? Das heißt ja auch immer, wenn du gesund werden willst, musst du etwas für andere auch tun. Ne? Dann kam doch erstmal der Schritt, ich muss was für mich tun. Ist es so? Ja, es stimmt. Ich war auch ein, I'm sorry, I'll speak up English again. I'm hearing you in German and immediately I want to reply in German. But Bettina probably speaks a lot better than me. You know, it was the most extraordinary thing because here I was, you know, and I'd gotten this diagnosis of this basketball-sized tumor. And because I was living and breathing and doing everything I believed, I knew that I was being invited by something deeper than all that I had learned. And I was certified in kinesiology and I was a nutritionist and master herbalist and, you know, I was very immersed in the field. And yet nothing I did worked. And so it was an invitation from my soul to go someplace deeper than all the hard-earned knowledge that I'd gotten. And my journey, that 6.5-week journey, turned out to be a very radical, very profound, soul-searching, healing journey. And I found a means for all of us to get direct access to the soul, to the infinite intelligence, and to really identify cell memories in the body and go through a radical process of clearing the cell memories. Also ich muss sagen, an dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, ich wusste ja, dass ich schon alles, was ich jemals gelernt habe, und ich habe wirklich viele Zertifikate in vielen verschiedenen Bereichen, das habe ich ja schon alles gelebt. Und somit wusste ich, dass ich eingeladen war zu etwas Tieferen. Ich wusste, dass meine Seele mich ruft, tiefer nach innen zu schauen. Und als ich dann diese 6.5 Wochen damit verbrachte, wirklich auf eine Reise nach innen zu gehen, meiner Seele zuzuhören, dadurch begann der Heilungsprozess. Und dadurch konnte ich auch etwas entwickeln, was uns allen hilft, zu diesen Zellerinnerungen zu kommen und uns wirklich von innen heraus selbst zu heilen. Würdest du denn sagen, der Schlüssel zur Heilung liegt in unseren bewussten und unbewussten Überzeugungen? Yes, you could say that it does, healing does have to do with a deep inner knowing and also the unconscious and conscious. And what has been found, it's in my particular case, it had to do with emotional blocks. What had happened and what science knows, that when you feel a strong emotion and you repress it, it releases into your bloodstream a biochemistry which will block your cell receptors. And if over time illness happens, it happens where the cells are blocked. And conversely, what we also know to be true
is that when we feel our emotions openly and freely, then what happens is no, our cell receptors remain open. And so I knew that part of my journey would lay in literally going inside and finding these blocked cell receptors and going through some sort of process of release and letting go so the body could heal. And interestingly enough, Britta, the Center for Disease Control has on their website, and this is the most powerful medical organization in the world, has on their website that 85% of all illness has an emotional basis. And that's what I discovered in my own journey, was getting to the emotional root cause of what had put the whole pattern in place. Ja, man kann sagen, das kommt von unterdrückten Überzeugungen oder von Glaubenssätzen. Doch was bei mir auch der Fall war und was sehr häufig der Fall ist, ist, dass es eine emotionale Blockade war. Weil man hat wissenschaftlich auch mittlerweile bewiesen, dass wenn wir Emotionen herunterdrücken, das heißt sie nicht fühlen, dann wird eine Chemikalie in unserem Blutsystem herausgeschleudert sozusagen, was die Zellen blockiert. Sozusagen haben wir emotionale Blockaden. Und sie haben auch herausgefunden, wenn wir Emotionen wirklich frei fühlen, dann bleibt der Fluss in unserem Körper vorhanden. Und weißt du, mittlerweile in dem Center of Disease Control, das ist ein amerikanisches Center, ein Gesundheitszentrum, da haben sie mittlerweile herausgefunden, dass 85% aller Krankheiten eine Basis haben in diesen emotionalen Blockaden. Und so war das auch bei mir. Und daraus entstand eine Struktur, wie so ein Selbstheilungsprozess aussieht. Wie ging diese Entwicklung noch mit dem Journey? Wenn ich jetzt heute mir vorstellen möchte, ich weiß, das ist sehr, sehr kurz jetzt, aber in a nutshell, in einer Nussschale sozusagen. Ja, okay. Kurz sagen, was ist denn so ein Journey-Prozess? Auf welche Reise gehen wir denn da? Ja, well, the first thing I had to discover was how to get in touch with the infinite intelligence of the body, the part of you that makes your heart beat and your eyes shine, your hair grow. And when you open into that divine healing potential at the deepest level, at the level of the soul, it's there that you go on a journey inside the body and you actually go to certain locations where cell receptors are. And you uncover the stored cell memories there. And you go through a process of release and letting go and understanding what's happened to you and ultimately forgiveness so the body and the being can heal. Also zu Anfangs musste ich natürlich erstmal herausfinden, wie wir überhaupt zu dieser unendlichen Intelligenz, wie wir damit in Kontakt kommen. Das heißt zu dem, was unserem Herz zum Schlagen bringt, unserem Blut zum Fließen, an dieser unendlichen Intelligenz. Und wenn wir damit in Kontakt sind, dann werden wir automatisch dorthin geführt zu diesen unterdrückten Zellerinnerungen, zu den Zellrezeptoren. Wir bekommen eine Einsicht, was geschehen ist und wir gehen auf einen Heilungsweg. Das heißt, wir sprechen uns aus, wir lassen los und dadurch kommt die Heilung dann auch des Körpers in den Fluss automatisch. Ich glaube, dass viele in diesem Moment vielleicht Angst bekommen, ach, ich muss mich wieder mit dem, was eigentlich so unangenehm ist, wieder auseinandersetzen. Ist es so, dass mir das dann alles plötzlich wieder einfällt, dass mir das alles bewusst ist, oder geht das auch ohne, dass ich genau diese exakten Themen sehe? With the emotions and the cell memories that you uncover, some people do have fear around experiencing their emotions, because we all run away from our emotions. We push them away, we smoke them away, we drink them away, you know, we shop them away, we get on Facebook to get away from them. We'll do anything to avoid feeling emotions. And so this is a very good question. And what the journey does in a very direct way, it gives you a gentle means to feel the emotion and then go deep into the core of that emotion through deeper and deeper layers. And the, as you said, the structure, the method itself, guides you in a very gentle and very authentic way until you end up opening into the vast, boundless presence of your own soul, into the love inside. And once you're wide open into this vast field of light, of love,
it's that love that carries you to specific cell memories. And you know, I always say to people who are afraid to face their cell memories, well, you can hold on to them, and then they leak out for the rest of your life. They just keep coming out, right? Or you can go through a process where you're radically uprooting them, letting them go, and finishing with them, so that that's not an issue that is haunting you in your life. It's not an issue that is blocking you in your life. So you can spend the whole life experiencing small amounts of it, or go through a deep cleaning with the journey. Also natürlich haben wir Menschen, die, sagen wir mal, erstmal Angst haben, diesen Prozess zu machen. Das ist ganz normal, denn was wir im Leben immer machen, wir versuchen, vor den Emotionen wegzurennen. Wir trinken, wir rauchen, wir gehen auf Facebook, wir machen alles, um nicht zu fühlen. Doch die Journey ist eine ganz sanfte Einladung, die Gefühle sanft an dich heranzulassen, wirklich in diesen Kern hineinzugehen und das Gefühl an dich heranzulassen. Und durch diese sanfte Arbeit, wie du auch schon sagtest, dieser Prozess ist eine sanfte Herangehensweise, gehst du durch Gefühlslagen und öffnest dich in eine immense Liebe, die du selbst bist, deine eigene Essenz, und die führt dich dann hin zu deinen Erinnerungen. Und weißt du, was ich zu Menschen sage, die immer sagen, ich hab Angst, dahin zu gehen? Und ich sage denen, weißt du, du kannst das alles rauströpfeln lassen über die Jahre hinweg, oder du kannst dich einmal hinsetzen und sagen, ich werde mich in diesem Moment auf das Ganze einlassen und wirklich diesen Prozess erfahren und wirklich loslassen. Das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung, dass man es auch schaffen kann. Ja. Aber was mich würde auch interessieren, ist das jetzt nur was für so dramatische Fälle wie Krebs? Bist du jetzt nur eine Krebsexpertin? Oder wo funktioniert denn Journey noch? You know, the Journey is widely known, not just for healing everything from cancer, but from arthritis and eczema and asthma and Crohn's disease and you name it, AIDS, and you know, every imaginable thing has an emotional corollary, and the journey helps you get to that root cause of what has put the physical pattern in place. But what the journey is also known for, Britta, is for awakening to your own infinite self. And the truth is, my direct experience is everybody already is free. They already are enlightened. And what happens is we have these layers of blocks, layers of lies and limitations and facades that we put on. And what happens with the journey is it's an unlayering. It's a lifting away of the masks, letting go of the lies that we've bought into, the beliefs, the concepts that we think that we are, until you're stripped naked and all that remains is this joyous free essence that is your own self, the love, the truth that is who you came in as. And so the journey is both known, yes, it's very famous, you know, we work with medical doctors and in schools, etc., etc., and is, yes, famous for physical healing, but is also as known for awakening, for liberation, for freeing up your life. Ja, natürlich, wir haben unsagbare Infolge für alle Arten von Krankheiten, die eine emotionale, sagen wir mal, Ursache haben. Also wirklich, könnte alle Krankheiten jetzt auswählen, weil wir sind weltweit damit bekannt. Doch was es auch ist, es ist eine Methode, um dir wirklich zur Erwachung, dich dahin zu unterstützen. Denn für mich ist das so, du bist schon frei. Jeder von uns ist die Liebe. Und trotzdem ist es so, dass wir Blockaden haben, dass wir Ansichten haben, dass wir Überzeugungen haben, dass wir in einer Identität uns zurechtfinden, die nicht unsere Wahrheit wirklich zum Ausdruck bringt. Und das ist das, was die Journey auch macht. Das heißt, ja, es unterstützt dich, wenn du krank bist in irgendeiner Weise, doch auch, wenn du wirklich in dein authentisches, wahres Selbst dich öffnen möchtest und wirklich alles klären möchtest, damit diese Freiheit leben kann. Das ist nun schon wieder, wenn ich an meiner Hörentwicklung interessiert bin,
Bin ein sehr interessanter Weg, glaube ich. Wie ist es mit den Alltagsproblemen? Wir haben genauso wie bei dir in England, hier in Deutschland im Moment große, große Ängste. Ich denke, es ist ein Thema, was viele Menschen heute beschäftigt, nicht nur wirtschaftliche Ängste, sondern sehr auch die Einwanderungswelle, die im Moment passiert, durch Flüchtlinge, durch Menschen aus Krisengebieten, die Boat People, die Leute, die im Tunnel nach England wollen, das kennst du auch. Wie können wir mit Hilfe der Journey damit umgehen? Und kann die Journey dort auch bei solchen Themen, die mich beunruhigen, oder unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Eltern, unsere Kinder beunruhigen, kann das dort helfen? Yeah, absolutely. The journey is right now in 46 countries. And so it's in 24 languages. And so I'm traveling around the world, Britta, and experiencing this fear that you're speaking about everywhere. And it's coming differently in different countries. I was in Estonia a couple of months ago, and there, obviously, them being freed now from the communist regime. And when I ask people to raise their hand in the room to express an opinion, nobody will even raise their hand to ask a question or even say anything. And finally, I asked, well, what's going on here that people are so afraid to express themselves? And one man said, well, when the communists came in, what happened was, if you were a child, you had to, first of all, start speaking Russian right away, overnight from Estonian to Russian. But besides that, you were not allowed to speak out and express an opinion against the government at all. And so it got to a point where is in one man was saying that his mother was in the schoolyard, and she made some funny comment about the KGB, and she didn't get killed, but her parents got killed in front of her. And what she really learned is, I am someone's going to die if I allow myself to feel or to express or even have an opinion. Now, I know Germany right now is going through what we're going through in England, but you're going through it to a much greater degree, where we're looking at a situation where there's so much immigration coming in from all the other countries. Obviously, in England, you've heard recently in the last weeks about people dying trying to get over to England to get onto the health system, to get on our social system, as they are doing in Germany, which has the greatest amount of immigration coming in. And I'm just aware I need to let Bettina translate, so maybe you can do a quotes. Also ich muss sagen, weißt du, wir sind ja mittlerweile verbreitet in 46 Ländern. Von daher bin ich in diesen vielen Ländern auch gewesen. Und diese Angst, die ist überall. Ich war letztens in Estland und habe ein Seminar dort gegeben und habe die Menschen die Teilnehmer gefragt, sich zu melden. Und niemand hat sich gemeldet, bis ich herausgefunden habe von einem Teilnehmer, dass er gesagt hat, in dem Moment, als der Kommunismus in Estland ausgebrochen ist und die Muttersprache nicht mehr gesprochen werden durfte, nur noch Russisch gesprochen worden durfte und die Menschen auch erlebt haben, sie durften sich nicht mehr in irgendeiner Weise äußern, dass in ihnen wie verankert wurde, ich darf mich nicht melden, ich darf nichts sagen. Und von daher ist das überall. Und natürlich ist jetzt auch gerade die Immigration in vielen Ländern, in England ist es jetzt gewesen, ne, dass Menschen sogar sterben in den Tunneln, um hier rüberzukommen. In Deutschland weiß ich, ihr habt das gleiche Problem. Und And so the fear is manifesting differently in the different countries, Britta. And so what I'm finding is that this fear is stored in our DNA and that it gets passed down generationally. And so then when a current event happens, what happens with the current event is that it catalyzes us to feel this real deep, deep primal kind of fear for our life, fear for our survival. And much of the work that we've been doing with the journey recently is that I'm having to take people on very deep, very profound journeys where they literally go into their DNA, and the cell memories they're uncovering aren't even just their own.
they're uncovering and releasing the cell memories of their parents, of their grandparents. And this theme of fear gets passed down generationally. And so with the journey work, it's evolved over the years. And now we're working with patterns that we, now science has found that these patterns get stored cellularly and get passed down generationally in our DNA. So yes, the work is very much geared towards dealing with that fear. Also die Journey-Arbeit ist absolut, du kannst mit der Angst, was du kannst es wirklich heilen damit, denn was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Angst in unserer DNA gespeichert ist. Und was wir auch immer wieder erleben, auch auf den Seminaren, ist, dass wenn wir uns öffnen in diese Angst, die eigentlich wie so eine Urangst ist, die Angst, dein Selbst, dein zu überleben überhaupt, ne, die ist gespeichert und die ist von vielen Generationen zurück. Und die Menschen auf den Seminaren, in den Prozessen, die erleben, dass sie nicht nur zur Zellerinnerung kommen, die ihr eigenes Leben betreffen, sondern wirklich was von Generationen vorher schon geschehen ist. Und wenn du das heilst, wenn du das klärst für dich und dich davon befreist, dann kommst du eigentlich im Hier und Jetzt an. Von daher, ja, die Journey kann mit diesen Ängsten, die jetzt aktuell stattfinden, absolut dich unterstützen und dir zu helfen. Danke, das war eine wichtige Antwort. Und ich könnte mir vorstellen, dass dies auch etwas ist, was ja sonst ich an die nächsten Generationen weitergebe, wenn ich nicht selber dieses Reset mache, diesen Reinigungsprozess. Genau. Yeah, it's one of the reasons it all started actually in Germany. I started developing this DNA work the first time I went to München, and a man was in a physical journey and he went into his heart, and the cell memory he uncovered was his mother was in the concentration camp. Only he was born post-World War II. Now, his mother went stumm. She did not share anything that had happened to her. My mother, who was also, she's from Vienna, Austria, and she lost her loved ones, and she also was stumm, married an American soldier. And so the next generation, after after World War II, often our parents did not share anything. This man went inside his heart. He saw in living color what his mother lived through. And he said, you know, Brandon, my whole life I've had this lid over my life. It's like I don't have permission to be free, to be carefree, enthusiastic. And now I know why, because it was in my DNA. It's in my cells. And he said, I don't want to pass this lid on to my children. I don't want to pass a legacy of pain on. And for them to live with the same lid over their lives that I lived with. And the crazy thing was, Britta, when I looked at my life, and I'm from New York. Now, this is a pretty with it city, a pretty trendy, anything's possible, wild place to live, right? And yet, when this man shared his story, I realized that though I'd grown up in a country that was free, that I had a lid over my life. And I realized I was coming to Germany for my own healing, not just for serving the healing of others. Thank you for sharing. Mm-hmm. Also ich muss sagen, diese Arbeit, die ich entwickelt habe, um an die Ängste der DNA anzukommen, die in der DNA gespeichert sind, das ist eigentlich in Deutschland entstanden. Und dort in dem ersten Seminar, was ich da gegeben habe, da war ein Mann, der ist in der Körperreise an eine Erinnerung angekommen, was nicht seine eigene war, sondern die seiner Mutter. Und seine Mutter, damals im Zweiten Weltkrieg, sie war im Konzentrationslager. Und seine Mutter, obwohl sie überlebt hat und er wesentlich später auch ja erst geboren wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, die hat nie darüber gesprochen. Und das haben wir immer wieder entdeckt. Sie war halt so wie stumm. Sie hat nicht darüber geredet. Und er sagte, als er diese Erinnerung hatte, da hat er auch für sich gemerkt, ich habe mein ganzes Leben wie so einen Deckel über mein ganzes Leben gehabt. Ich konnte nie richtig reden, ich konnte mich nie richtig ausdrücken. Und weißt du, ich habe für mich dann auch festgestellt,
dass es mir genauso gegangen ist, obwohl ich ja in New York geboren wurde, aber meine Mutter kommt aus Österreich. Und für mich war das auch so. Ich habe immer so einen Deckel gehabt und da habe ich gedacht, ich möchte das nicht, ich möchte das auch nicht weitergeben. Und von daher hat sich diese Arbeit immer mehr vertieft und man wirklich diese Ängste ranzukommen und so wirklich unsere, sagen wir mal, Deckel abzunehmen und uns wirklich zu zeigen, wer wir sind. Ja, und auch zu heilen. Ich bin ja und zu heilen angekommen, ja, damit ich selbst heilen könnte. Ja, genau. Und ich bin nach Deutschland gekommen eigentlich, ja, habe ich dann gemerkt, nicht ich gehe, also ich nach Deutschland bin, ich habe in Deutschland für mich gemerkt, wie viel Heilung ich eigentlich nötig habe in mir selbst auch. Ja, genau. Und jetzt gibst du uns immer wieder das Geschenk, dass du regelmäßig zurückkommst, wenn auch in großen Abständen, die wir gerne kleiner hätten. Ja, ich wollte noch kurz hinweisen auf die Möglichkeit, dir zu begegnen. Wir haben natürlich unter dem Bild entsprechend auch einen Link vorbereitet, wo ihr die Veranstaltung seht, die mit Brandon Bass demnächst hier in Frankfurt stattfindet. Klar, wir werden nicht die gesamte Journey dort machen können, aber es ist eine der ganz wenigen Gelegenheiten, ich weiß nicht, in Deutschland glaube ich sogar die einzige jetzt in den nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, am 16. September, wo man Brandon erleben kann. Wir haben auch ein tolles Thema, meine ich, gefunden, denn das geht gerade um diese Emotionen, die uns belasten, behindern und an unserer eigenen Entwicklung eben ja zurückhalten. Da wollen wir dieses Thema ganz genau eben angehen. Und ich weiß, du bist eine Frau der Praxis, und wirst es nicht nur bei schönen Worten belassen, sondern bestimmt mit uns Übungen machen. Kannst du noch ein kurzes Licht auf diese Veranstaltung werfen, die wir mit dir erleben dürfen demnächst? You know, I'm not interested, Britta, in giving a lecture. I'm one of these people that it's not truth unless I've experienced it in myself. And so I would like to give an evening, though we have a short time, I'm hoping it becomes a timeless time. And I would like to make it a very dynamic evening where people can undergo some work to get to the root of some of these beliefs that have really unhealthily been blocking them, been holding them back in some way, and go through a process of getting to deeper and deeper beliefs, also going through a process of clearing them out. So even though we can't undergo the full, you know, the Journey Intensive is a 3-day workshop, we can at least experience meditation, we can experience some mini process work, we can uncover some very disempowering beliefs that have been holding us back, and we can go through a process of clearing. And so this is what my prayer is that we really leave having experienced something, not, and obviously it'll be a taste, but a lot more than just, as you said, pretty words. Mm. Also ich bin niemand, der gerne Vorträge gibt. Das ist einfach nicht meins. Denn ich glaube daran, etwas muss wahr für mich sein, dann ist es wahr. Das heißt, ich will es erfahren. Und so wird auch dieser Abend sein. Der wird eine eigene Dynamik haben. Es geht um das Erfahren. Und in diesem Abend geht es auch um diese limitierenden Glaubenssätze, Überzeugungen, die wir haben. Und was ich einladen möchte, ist durch Meditation, durch kleine Übungen, dass wir tiefer da reingehen, um die tieferen Überzeugungen zu entdecken, sodass wir uns wirklich klären können von dem, was uns da abhält. Und natürlich ist es nur ein bisschen, weil das 3 Tage dauert, das ganze Journey Intensive, um durch die ganzen Journey-Prozesse zu gehen. Und trotzdem wünsche ich mir, dass das eine zeitlose Zeit wird, diese Zeit, die wir miteinander haben, und dass wir wirklich viel klären werden, dass der Abend seine eigene Dynamik hat. Und darauf freue ich mich. Super. Wir freuen uns total. Ich schlage vor, jetzt ein kleines Experiment zu machen. Wir werden diesen Film in 2 Stücken anbieten. Und hier wird jetzt erstmal ein kurzes Ende gesetzt. Und ich hatte schon vorher mit Brandon gesprochen, was ich mir sehr wünschen würde, wäre vielleicht etwas wie eine geführte Meditation oder etwas, was ihr noch spontan kommt aus ihrer spirituellen Arbeit. Und diesen Teil werden wir euch gesondert nochmal als mini kleine Übung oder Meditation anbieten. Ich verabschiede uns hier und wer Lust hat, die dann nachher noch zu sehen, der kann dann auf diesen anderen Film gehen, die wir auch noch einblenden werden, wo der zu finden ist. Erstmal Dankeschön, Brandon, und Dankeschön, Bettina, für euer heute hier sein. Und ich finde es großartig, diese Arbeit. Sie würde
wenn sie nicht so große Früchte schon tragen würde, auch gar nicht so fortgesetzt werden in so vielen Ländern und mit solch vielen Menschen wie Kindern und alten Menschen und Müttern, Alleinstehenden. Jeder ist willkommen und jeder findet, glaube ich, hier einen tollen Einsatz. Und in diesem Sinne, bis ganz, ganz bald und danke für dieses Gespräch. Danke auch.